Was ein Glück. Ach, wie schön. Ja, aber heute so gar nicht angezeigt, dass wir heute irgendwie noch mal Sonne kriegen. Und somit hat es mich noch mal in den Garten gezogen. Ich genieße das wirklich sehr. Wir müssen so roundabout 17:30 haben. Deswegen, so lange wird sie nicht mehr da sein. Und mich hat es noch mal in den Garten gezogen. Die Sonne hat mich rausgezogen. Und ich konnte einfach nicht anders, noch ein paar Dinge hier so anzugehen innerlich. Und da wollte ich euch mitnehmen. Ich war ein bisschen fleißig am Apfelbaum. Das möchte ich mit euch teilen. Und da gibt es dann eine Totholzeckengeschichte, die ich angefangen habe. Und dementsprechend hängt das ein bisschen miteinander zusammen. Ja, und was das alles auf sich hat, dem gehen wir jetzt einmal nach. Ich war jetzt gerade zuletzt hier vorne bei und habe einmal alles entfernt, was so in meinem Auge danach aussah, dass es weg soll. In Verbindung dessen, was ich so bisher gelernt habe. Meine Apfeljahre liefen mal so. Das erste Jahr war echt bombastisch. Und ja, es geht natürlich an den Obstbaumschnitt. Den habe ich jetzt hinter mir. Es gibt eigentlich nur noch eine Sache. Oder lasse ich den? Da oben ist einer, den ich eigentlich noch mal wegsägen wollte. Einfach mal schauen. Ja, und dafür bin ich im Grunde genommen hier überall rumgekraxelt. Ich möchte jetzt hier nicht Obstbaumschnitt-Tipps oder Fachwissen weitergeben, denn das Fachwissen haben andere gepachtet. Ihr wisst das ja, ich bin ja ganz frei Schnauze unterwegs und teile meine Erfahrungen, alles, was ich so aufschnappe, was ich in der Praxis dann auch mitnehmen konnte. Mann, der gefällt mir richtig gut heute. Ich habe es ein bisschen bunter diesmal gemacht. So ein bisschen nicht Standard, sondern einfach schön, finde ich. Und überall sind so Äste und Sachen, die weiter wachsen sollen, bei denen ich mir ein bisschen was bei gedacht habe. Das ist eigentlich ein Senkrechttrieb, der weg könnte, aber den lasse ich auf jeden Fall mal wachsen. Ja, und im Großen und Ganzen ist hier echt viel weggekommen. Ihr könnt das hier so an den Stellen sehen. Da mute ich dem Baum auf jeden Fall etwas zu, aber ich denke, das wird er schon verkraften. Größenmäßig hat sich das ja im Zaum gehalten hier. Da ist jetzt auf jeden Fall so viel runtergekommen, kam ich überall wunderbar bei. Schön dran. Die einzige Geschichte, die ich länger gelassen habe, ist die hier. Das möchte ich so ein bisschen hier rüberführen. Vielleicht entsteht da was Spannendes. Ihr könnt das gar nicht richtig sehen, merke ich gerade. Machen wir das mal so rum. So kann man das ganz gut sehen. Der soll hier irgendwie weiter wachsen. Und der Rest, finde ich, sieht schon wunderbar aus. Ein wirklich schöner Apfelbaum. Habe ich sehr viel Freude gehabt jetzt. Diese Woche war ich zweimal dabei und habe dementsprechend die Sachen abgemacht. Ja, einen guten Flow gehabt und ich finde den optisch total toll. Also weiß ich nicht, einfach querbeet durcheinander, wie es mir so gefiel. Und ja, Senkrechttriebe natürlich hauptsächlich raus, davon seht ihr kaum noch was. Im Grunde genommen noch ein, zwei, drei, vier, wie auch immer. Zählt bloß nicht nach. Ja, aber mir ging es darum, dass er mir gefällt. Und ich habe ihn nicht so ja, aus dem Bilderbuch gemacht, sondern wie Lars halt nun mal so ist. Und alle Ästchen haben ihren Platz bekommen, dass sie sich nicht im Wege sind. Man kann das eigentlich sehen. Ich habe da dementsprechend immer was rausgenommen. Da begegnet sich fast nichts. Da oben sehe ich noch so etwas, was über Kreuz geht. Da. Aber nichts, wo ich jetzt nochmal nachsteuern werde. So, und dementsprechend liegt hier überall was rum, was ich noch ganz gerne einsammeln möchte für die Totholzhecke. Und damit lege ich jetzt los. Dafür brauche ich natürlich jetzt erstmal eine Schubkarre. Ja, und ich denke, da brauche ich noch ein weiteres Werkzeug. Das. Du hast mir den Schnitt versaut. Du bist ja süß, hallo. Ein ganz junger Zaunkönig. Sweet. Herrlich, ich mag mich gar nicht bewegen. Dürfen wir dich filmen? Hat aufgehört zu zwitschern. Das ist eigentlich kein so gutes Zeichen. Habe ich natürlich schon voll unterbrochen. Ich habe meistens so starke Energien, das habe ich immer wieder gemerkt, auch auf Entfernung, sobald ich die Kamera darauf gerichtet habe und so richtig, dann entsteht auch mal ein Augenblick, wo die Vögel sich dann verdünnisieren. So wie der jetzt im Moment. Gut, wir können weitermachen, Schubkarre holen. Ich bin auch selber schuld, oder? War viel zu aufdringlich. Jetzt haben wir wieder Sirenen im Hintergrund.
Ja, so, ich habe mir was zum Schnibbeln noch mitgenommen hier. Das Ding ist jetzt nicht so mehr so wirklich scharf, aber ein bisschen was ist abgekommen. Da hängt natürlich was dran und wir machen uns das Leben einfacher bei so einer Totholzhecke. Wenn wir das halt eben alles zu schneiden. Und das mache ich jetzt einmal für euch im Zeitraffer und dann filmen wir uns an der Totholzhecke. Totholzhecke. An der Totholzhecke, Hecke. Oh jemine, das lasse ich drin. Oder was meint ihr? Outtakes sind eigentlich bei mir super selten mittlerweile. Ja, finden wir uns an der Totholzhecke. Ich kann es immer noch nicht. Es geht nicht. Totholzhecke. So, Zeitraffer, Film ab. Das muss jetzt reichen. Ich habe mal gesagt, so ganz grob, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ja, und wir flitzen mal nach hinten, solange die Sonne noch da ist. Ist eigentlich schon weg. Aber vielleicht kriegen wir noch einen Sonnenstrahl ab. Mal gucken. Das geht auch elegant her. Hier haben wir noch einen. Zip. Wenn ich dann schon hier stehe. Nö. Das lief doch mal gut. So, Dalle. Nehme ich mal hier so ein Plätzchen ein. Ja, und jetzt wird einfach nur befüllt. Ich habe natürlich nicht alle Äste abgeknappt, so ein bisschen was soll sie schon verkeilen. Hier kann man das sehen. Sowas nicht. Aber immer schön verkeilen. Und das wird jetzt überall verteilt. Lücken schließen bei längeren. Kann man auch mal so ein Stück übergehen. Eigentlich im Grunde genommen alles so ein bisschen miteinander verflechten, aber im Großen und Ganzen kein Hexenwerk, ganz einfach. Kann sich eigentlich nur schusselig anstellen, aber selbst dann findet man irgendwann ein Ziel. Ja, ich bin gerade schusselig. Ich habe mir das auch nicht ganz so durchdacht. Ne, jetzt habe ich mehr Platz, das ist besser. Und gleich mal ein bisschen mehr nehmen. Zack. Wenn da mal wieder was rausrutscht oder so, macht gar nichts. Das zeigt ja eigentlich nur an, wo im Grunde genommen so ein bisschen in Anführungsstrichen die Schwachstellen sind, wo man nochmal nachbessern kann. Und ja, große, dicke Zweige, kleine, immer mal so, was gerade da ist, könnt ihr dann quasi aus eurem Gartenkreislauf in eure Totholzhecken wandern lassen. Und das Tolle dabei, man hat auch noch richtig schön Sonne, schönen Lebensraum für die Tiere. Da sind so einige froh. Käfer, Insekten. Ich könnte noch ein neuer aufzählen, was ich hier drin schon gesehen habe. Aber die Vögel, die fühlen sich ganz besonders wohl. Ach, die Sonne, wie schön. Schöner kann es doch jetzt gar nicht sein, dann nochmal die Sonne abzukriegen. Ein bisschen rumbasteln hier. Ne? Also das sind ja ziemlich kleine Holzschnittsachen. Die sind dann in meinen Augen aufwendiger als schöne große, mit denen man natürlich richtig was wegschafft. Aber das Lückenfüllen mit kleinen Sachen ist genauso wichtig. In diesem Fall ist es ja auch nachher ein bisschen Sichtschutz. Von daher würde ich definitiv Lücke füllen empfehlen. Ja, also da kommt ihr nicht drum rum. Aber mit der Zeit sackt das sowieso ab und die Lücken füllen sich von selber. Wenn ich so die andere Naturzaunhecke anschaue, ist das ja auch eine Sache, die von oben immer wieder befüttert wurde, aber irgendwann ist das stabil. Ist nicht so, dass wie beim Kompost dann nach unten alles abhaut. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber ja. Aber so ein bisschen absacken ist natürlich normal. So, hier sieht das gut aus. Ein paar Sachen flutschen dann mal wieder raus. Kann man sich dann nochmal holen. So, und dann geht's irgendwie weiter. So, ich muss aber jetzt sagen, jetzt würde ich am liebsten mit was Dickerem mischen. Na, wer fliegt mir da auf die Nase? Wer warst du denn? Eine kleine Elfe? Ja, schauen wir mal.
So. Guck mal ein bisschen rein, dass sich das auch ein bisschen verheddert. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich würde aber sagen, ja, guck mal, braucht man nicht immer schneiden, kann man auch mal so ein bisschen wegbrechen. Ja, macht man ein bisschen die Löcken natürlich, das was man so sieht, kann man nacharbeiten. Man kann überall noch was reinschieben. Und kreuz und quer und so ein bisschen nach unten macht das Ganze auf jeden Fall stabiler. Ich denke mal, da könnt ihr euch auf euer Gefühl verlassen. Was nicht drin bleiben will, fällt sowieso raus. Jetzt werdet ihr irgendwann merken. Ja. Ja, wie ihr im Vordergrund eigentlich schon sehen könnt, habe ich ein bisschen was gemacht. Habe nochmal ein bisschen nach Weide gesucht. Und ja, den zweiten Pott hier befüllt. Darf noch gerne ein bisschen mehr sein. Aber ja, also für den Anfang eine gute Sache. Also ihr seht hier hinten so die kleinen Ecken, da kümmere ich mich auch drum. Es läuft halt in einem Gartenkreislauf. Da könnt ihr mich überhaupt sehen. Bin ich zu weit weg? Nee, ich glaube, das geht schon klar. Mikro habe ich ja hier. Verstehen könnt ihr mich auf jeden Fall. Ja, so könnt ihr auf jeden Fall eure Gartenkreisläufe quasi auch in der Gestaltung eures Gartens einfließen lassen. Was auch immer ihr vorhabt. Also mir geht das so, ich fange dann irgendwo an. Ja, ich bin sowieso nicht der geradlinige Typ, der hier irgendwie nach Liste und Plan arbeitet. In dem Sinne, das macht mich immer unglücklich. Sondern wenn ich die Dinge fließen lasse, laufen lasse, dann ist das irgendwie, für andere sieht das chaotisch aus, aber für mich schließt sich der Kreis. Könnt ihr das hören? Gänse, Enten, was auch immer. Ein kleiner Schwarm. Egal, lassen wir mal laufen. Wo war ich denn? Das hat mich hier jetzt völlig rausgebracht. Also genau. Ha, siehst du, das war wichtig. Also, worauf ich hinaus wollte, war einfach, macht das, was euch Spaß macht, was euch Freude macht. Macht da keine Arbeit draus, sondern lasst das irgendwie fließen, wie es Lust und Laune hat. Wenn irgendwo ein Widerstand ist, also dass irgendwas schief läuft oder so, ich sag mal so, hört da aufs Leben. Das ist irgendwie schon immer ein Anzeiger, dass vielleicht Verletzung auf dich wartet oder das muss ja alles nicht sein. Deswegen macht die Dinge im Guten, nicht im Krampf. Im Krampf und in der Schnelligkeit und so passieren sowieso die meisten Fehler oder dementsprechend Unfälle. Das wollen wir ja nicht haben. Das können doch ganz kleine Sachen sein. Und wenn da so ein kleiner Holzdorn ist, der einen ein paar Tage nervt und die man eben nicht rauskriegt, ging mir auch so jetzt zuletzt. Deswegen komme ich da drauf. Ja, aber ich schweife ab. Beim Thema ging es eigentlich darum, dass ich, jetzt habe ich den Obstbaumschnitt gemacht, den Apfelbaum. Dann habe ich quasi beim Apfelbaum, wenn ich da dann das Totholz zusammensammle, so wie heute, wie gerade eben, und das dann hier nach hinten soll, dann ist das für mich irgendwie nicht so der Aufwand, sondern eine Riesenfreude, weil das darf ich jetzt hier so Stück für Stück reinarbeiten. Ihr merkt, dass ich trödel auch rum und so. Das soll gar nicht nach Akkord sein. Das soll gar nichts mit der Uhr zu tun haben, mit der Zeit, sondern ich lasse einfach fließen und so funktionieren bei mir die Dinge definitiv am besten. Ja, und für den einen oder anderen da draußen, der sich da schwer tut im Garten, probiert das doch einfach mal aus. Der Garten, der soll doch ein Erholungsort sein, ein Rückzugsort, was ganz Besonderes. Und da würde ich echt die Arbeit zu Hause lassen. Denn im Garten wartet so viel mehr, wenn man dann mal locker lässt. Und die Dinge laufen und zu dir sprechen und dir zeigen, wo deine Kreativität hinfließen soll. Also ihr merkt das, ich mache das auf ganz besondere Art und Weise. Da soll sich jetzt keiner bitte bevormundet fühlen oder denken irgendwie, ich versuche hier das Nonplusultra zu verkaufen, sondern bitte findet euren eigenen Weg generell im Leben. Und ja, macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Ja, also ihr merkt das, ich habe ein Lächeln im Gesicht. Obwohl das so ein bisschen Sisyphus-Arbeit auch sein kann hier. Man kommt auf jeden Fall wunderbar ins Sein. Vergisst einen Kummer, den man hat. So geht es mir auf jeden Fall. Klar, gewisse Sachen kann man nicht ausblenden. Ich will jetzt hier nicht das Allheilmittel versprechen mit dieser einen Sache. Aber ich sag mal, eurer inneren Natur kommt ihr auf jeden Fall näher. Das verspreche ich euch. Also die Natur im Garten hat immer so viele Antworten parat. Ja, da passiert einiges.
da passiert so richtig einiges. Also überlegt mal, ich mache jetzt auch mal weiter mit meinem Sammelfilm. Für alle, die auch geguckt haben, wie das hier so anfing mal, habe ich in den ersten Folgen sogar gesagt, ich weiß nicht, ich und Blumen und so, dann bin ich hinten zur Forsythie gelaufen und auch mit dem Anbau und so, klar, ich hatte Sachen vor und ich wusste, dass es da irgendwie hingeht. Aber das, was der Garten und die Natur hier mit mir gemacht hat, die Tierwelt, das ist nichts, was ich, das muss man selber erleben. Das ist so bereichernd, das ist so schön. Hört hin? Was alleine das mit einem anstellt. Herrlich. Herrlich. So, ich mache das Ding hier jetzt fertig. Euch möchte ich einmal darauf hinweisen, für morgen, wenn schön Wetter ist, so soll es aussehen, werde ich mit dem Flo wieder hier sein. Das werden wir allerdings erst morgen sehen, was wir dann so treiben. Und ja, wenn das zeigenswert ist, denke ich mal, wird die Kamera mitlaufen. Und dann werdet ihr gepflegt, schön gepflegt, am Sonntagmorgen, so ist der Plan, dann ein Video genießen dürfen. Ne? Also ich sag mal, die Geschichte des Lebens, das regelt immer noch das Leben selber, kann man noch so viel planen und kontrollieren. Am Ende wird man dann erst wissen, wie es richtig läuft, was das Leben so mit einem vorhat. Deswegen bleibe ich da so vage, aber ich habe Bock auf jeden Fall zu Sonntag irgendwie noch was zu machen. Und da bietet sich doch der morgige Tag an. Ne, Flo? Ja, wunderschön. Er hat sich übrigens gefreut über die Kommentare, hat da mich nochmal drauf angesprochen. Ich habe es im letzten, vorletzten Video irgendwie gesagt. Ja, dass ich ja auch wieder Hilfe habe im Garten und der Flo mit mir hier aktiv ist. Ich freue mich da auch sehr drüber. Sei gegrüßt an dieser Stelle, auch sein Anhang. Ja, wollen wir mal gucken, was morgen so geht, ne, Flo? Also ich weiß nicht, zu wann ich dieses Video schneide. Wir haben jetzt Donnerstag und wenn ich so auf die Uhr gucke, 18 Uhr, ich müsste jetzt flott nach Hause, um das Ding noch fertig zu kriegen und noch hochzuladen, um das heute rauszukriegen. Ich glaube, da wird nichts. Aber auf dem Freitagabend und Sonntagmorgen wollen wir mal gucken. Die Videos sind eng beieinander. Ich weiß, es ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel, aber darum geht es mir auch. Ich möchte keine kurzweiligen, hochfrequenten Videos machen, sondern möchte ein bisschen ins Hier und Jetzt kommen, so gut das geht, in Atmosphäre, euch ein bisschen mitnehmen bei den Dingen, die hier so passieren. Jetzt werde ich hier abgelenkt, da ist jemand am Gartenzaun. ja, und ja, den Rest kennt ihr aus meinen Videos, außer die Neuankömmlinge natürlich. Auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, wenn ich es vorhin vergessen habe. Ich glaube, ich habe es vergessen, ich hatte es aber vor, jede Menge Leute wieder zu mir gefunden. Es freut mich wirklich sehr. Das ist schön. Schön, dass Permakultur im Kommen ist, dass es da weitergeht. Und in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zusehen. Danke für alle, die bis hierher gekommen sind. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ja, das ist schon so Mission im Flow. Ja, das kennt ihr schon, was ich gerade sage. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, euer Lars und weg.